Ja, Tag zusammen. Glück auf, Ahoi, Schalömmchen und Moin mal wieder. Voreinander ist unterwegs am Vatertag. Und zwar an der Halde Rheinelbe in Gelsenkirchen, ein bisschen auf den Spuren der Bergbaugeschichte. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Ich habe die Tour auf Komoot gefunden, die laufe ich nach. Mit dem Outdoor-Navi als GPX-Track. Und da lasse ich mich mal überraschen, denn ich habe tatsächlich die Halde, ich muss zu meiner Schande gestehen, noch nicht besucht. Also ich bin gespannt, das ist sehr warm. 5 Kilometer Rundweg, ich freue mich drauf. Genießt die Tour mit mir und noch einen schönen Vatertag. Wir sind mitten in Gelsen, vielleicht 2 Kilometer von der Innenstadt weg, da ist grün. Die Leute haben Spaß, sie sind nämlich draußen an der Sonne, das ist warm. Und wir haben Christi Himmelfahrt, ne? Jedenfalls kann man ganz entspannt spazieren gehen. Und wie das mit dem Abstand aussieht. Joa, also ich kann jetzt erstmal nicht klagen, ne? Mir gefällt's und ich freue mich auf eine kleine Tour nach dem Nachtdienst. Ne? Erstmal wieder in den Tachrhythmus reinkommen. Das ist ja gerade das Schlimme, da hilft nur Licht, Luft und Bewegung. Und wenn noch ein bisschen Panorama dazu kommt und Halde sowieso, ja, dann ist das um mich geschehen. Ne? Herrlich. Kleinen Umweg muss ich schon mal laufen. Hier wird ja die Emscher renaturiert. Oder war da immer, wird hier gebuddelt. Jedenfalls kommst du da immer nicht weiter. Macht nichts. Muss man halt ein Stück über die Üppendorfer Straße, ne? Ist mal einmal schwupsiwupsi in Wattenscheid. Und jetzt denke ich, werde ich auch gleich wieder auf die eigentliche Route kommen. Ja, schade. Der Wattenscheider Bach. Kommst du wieder nicht weiter, also laufen wir schön außen rum. Ja, ärgerlich ein bisschen. So ohne Hinweis, ne? Das ist doof. Na gut. Muss man sich halt ein bisschen erarbeiten, ne? So, da ist er endlich, die Halde Rheinelbe, auf Umwegen endlich erreicht. Dafür das wunderschöne Stadion von Wattenscheider 09 umrundet, auch historisch und traditionsreich. So kommt man rum, auch wenn man mal einen Umweg gehen muss. Gar nicht schlimm. Das ist jetzt schon ein fantastisches Panorama. Bergbaumuseum in Bochum sehe ich da hinten, Exzenterhaus sehe ich. Aber das ist ja die vorne Zeche Holland. Ja sicher, ist doch die Hollandstraße hier, natürlich. Wattenscheid 09. Oder? TV Wattenscheid 01. Oh, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Und jetzt bin ich übel. Freunde, ich kann mich gar nicht satt sehen. Das ist noch schöner, als man sich das selber vorgestellt hat. Ob in Prospekten oder in Videos irgendwo. Und ich frage mich, warum ich hier nicht schon eher und häufiger war. Ich kann mich gar nicht satt sehen, Freunde, das ist Pott. Für die einen sind nicht viel, für mich ist es die Welt.
Echt, ich schwitze wie ein Schwein und es ist bullenheiß. Das ist mir völlig egal. Da hinten ist die Essener Skyline. Das ist ein Traum. Echt, was brauchst du mehr? Du brauchst doch gar nicht viel. Vielleicht da so eine schöne Drohne wieder oben. Ha, geil. Super gut. Es kann jetzt Schöneres geben, als die Himmelstreppe raufzugehen bei Glockengeläut. Traum ist halt, kann ich nur empfehlen. So, jetzt bin ich tatsächlich doch noch auf der Spur im Bergbau und wir haben ja ein bisschen Bergbaugeschichte. Mal gespannt, was es damit auf sich hat. Narbige Fäuste, lebendige Klammer und spannende Griff. Lässt ihn sich in die Kohle fressen, dröhnend wie besessen. Hämmern, hämmern, sich ins Leben, Bergmanns Tod zu Abbauhammer. 1929. Aha, jetzt weiß ich mehr, das ist der Skulpturenwald. 1999 bis 2005 Spiralberg Himmelstreppe und 4 Objekte errichtet von Hermann Prigan. Sehr schön.
Und da bin ich auch schon wieder am Ende meiner kleinen Tour. Also ich muss sagen, das war ein bisschen komisch, der Anfang. Zumal immer wieder Wegabschnitte gesperrt waren aufgrund von Baumaßnahmen der Emschau und des Bachlaufes hier. Aber egal, so ein Navi dabei ist auch immer herrlich. Da kann man schön außen rumlaufen. Man entdeckt tatsächlich immer noch mal Dinge, die vielleicht nicht geplant waren. Und das macht die ganze Sache ja auch reizvoll. So, wir haben knapp 28 Grad. Heute ist der 21. Mai. Also mir hat irre viel Spaß gemacht. Und jetzt geht's auch so langsam wieder heimwärts unter der Dusche und ein Vatertagspilzchen trinken. Ne? Ich sag mal so, ich wünsche euch einen, bleibt so wie ihr seid. Euer Schrömi von Potternander. Bis bald.